Wir haben in dieser Woche im Besuch von Präsident Obama gehört, wie wichtig das Thema TTIP ist. Und wir meinen auch, dass es gerade für die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für die deutsche Industrie ein wichtiges Abkommen ist. Und wir erwarten von unserem Koalitionspartner, dass er dies auch so klar und deutlich formuliert und nicht mal ein bisschen hin und her schwankt, sondern dass man sich klar dazu bekennt. TTIP sichert Arbeitsplätze und TTIP sichert auch die Exportchancen für die deutsche Wirtschaft. Es muss schnell kommen. Amerika schließt immer mehr Freihandelsabkommen ab. Und es darf niemand glauben, dass wenn Amerika eine ganze Reihe von Freihandelsabkommen abgeschlossen hat, dass es dann andere Bedingungen mit Europa geben wird. Das ist also wirklich naiv und deswegen müssen wir jetzt schnell handeln. Wir haben in dieser Woche in erster Lesung einen Gesetzentwurf, in dem Sexualstrafrecht auch angesprochen wird. Und da möchte ich ausdrücklich sagen, wir haben schon im Vorfeld dieses Gesetzentwurfs erklärt, dass wir beim Vergewaltigungstatbestand noch Verbesserungen haben wollen. Bei uns ist die Position ganz klar, ein Nein muss ein Nein sein. Und da erwarten wir noch entsprechende Besserstellungen im Gesetzentwurf und dass auch unser Koalitionspartner hier auf diese Situation entsprechend eingeht. Beim Paragraph 103 Strafgesetzbuch, sogenannte Majestätsbeleidigung, haben wir erklärt, dass wir auch für eine Abschaffung sind. Auch die Bundesregierung hat dies erklärt. Die Bundesregierung hat erklärt, dass sie einen Gesetzentwurf vorlegen wird mit einer Regelung Abschaffung ab 2018. Diese Auffassung teile ich und deswegen sehe ich überhaupt nicht ein, dass jetzt in so großer Schnelligkeit gearbeitet werden muss. Ich finde es auch notwendig, dass wir uns aus Respekt vor dem Bundespräsidenten mit den Hinweisen des Bundespräsidenten zu befassen haben, der auch sagt, genau überlegen, es macht einen Sinn, dass wir sowohl den 103 als auch den 90 haben. Und ich muss mal sagen, wenn man so in die Geschichte hineinschaut, ist man immer wieder überrascht, was unsere Vorgänger an Konsistenz bei Gesetzen gemacht haben. Und das ist auch damit verbunden, dass in diesem rasenden Tempo, in dem wir manchmal meinen, reagieren zu müssen, auf konkrete Anlässe Gesetze zu machen, dies nicht immer für die Qualität spricht. Und da es hier keine wirkliche jetzt Notwendigkeit gibt, da es nicht um Leben und Tod geht, meine ich, sollten wir diese Sache uns sehr genau anschauen. Und das ist auch der Wunsch in unserer Fraktion. Viel wird noch über den Autogipfel gesprochen, der heute stattfindet. Die Bundestagsfraktion war mit diesem Thema noch nicht befasst. Und wir werden uns mit dem Thema natürlich auch beschäftigen, weil am Schluss entscheidet ja der Deutsche Bundestag, vor allem wenn es um Haushaltsmittel geht. Und ich kann da nur sagen, ja, wir wollen die schnellere Einführung der Elektromobilität auch unterstützen. Wir können uns sehr gut vorstellen, obwohl das auch nicht in erster Linie Aufgabe des Staates ist, für die Ladeinfrastruktur einen Anreiz zu geben. Und wenn die Ladeinfrastruktur vorankommt und die Menschen überall die Steckdosen vor Ort sehen, werden sie sehen, dass es mit der E-Mobilität vorangeht. Aber es gibt erhebliche Vorbehalte in unserer Bundestagsfraktion gegen eine Kaufprämie. Darüber werden wir sicher noch zu sprechen haben.